Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute ist der Park von Modon55 dran. Und er hat natürlich auch eine E-Mail verfasst und schreibt: Hey Dandy und die Zuschauer. Ich habe an diesem Park genau 24 Stunden gesessen. Ich habe auf Details etc. geachtet. Alles hat Namen außer die Futterspender. Allerdings befindet sich der Park gerade in einer Beta-Version. Die volle Version kommt dann später. Aber die musst du nicht zeigen, denn die volle Version wird nicht so viele Änderungen haben wie die Beta-Version. Aber jetzt wünsche ich dir und den Zuschauern viel Spaß beim Erkunden von Jurassic World 2.0 Beta. Liebe Grüße, Modon55. Das klingt ja sehr interessant, also ich gehe mal davon aus, dass du auf Isla Nublar deine Version von Jurassic World nachgebaut hast. Finde ich sehr, sehr spannend und ich freue mich darauf, das jetzt gemeinsam mit euch zu erkunden. Und da sind wir auf Jurassic World 2.0 bzw. auf Isla Nublar und in Jurassic World 2.0 von Modern55. Sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Wir kennen auf jeden Fall schon mal hier sehr, sehr gut diesen Eingangsbereich. Oh, sieht nice aus. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal hier zum Eingang und gehen dann in Besucherperspektive wieder durch den Park. Freue ich mich schon sehr drauf. Das Ganze heißt auch hier Jurassic World 2.0. Wir drehen uns um und laufen mal den Weg entlang. Ich glaube, ich gehe wieder zuerst links. Wir haben auf jeden Fall schon mal schöne Palmen und dann diese Einschienenbahn, die man ja auch aus dem Film kennt. Mega nice. Vorne ist sogar schon die erste Station. Deutsche Bahn heißt das ganze Ding. Immer schön mit Verspätung, ne? Hier haben wir ein Hotel. Alosee Hotel. Okay, interessant. Okay, ich sehe. Das ist wahrscheinlich hier ein Allosaurus-Gehege. Und das hier ist der Alosee. Mit richtig schöner. Einen schönen Blick auf diesen See. Sind hier Alus drin? Ich hoffe. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Aber wir können sogar direkt mal hier neben in die Anzeige gehen. Dann sehen wir es. Jo. Hier sind tatsächlich Alus drin. Coole Idee, dass du das Hotel so benannt hast. Hat halt wirklich einen schönen Blick auf den See. Nur leider haben sich die Alus gerade sehr versteckt. Aber ich muss auch sagen, dass die Allosaurin hier, beziehungsweise der Allosaurus, sind das mehrere? Nee. Das ist ein Allosaurus, dass der wirklich viel Platz hat, ne? Also. Du hast ihm wirklich ein sehr artgerechtes Gehege gebaut. Und auch sehr schön gestaltet, wie ich finde. Richtig schöner, cooler Wasserbereich. Richtig cool mit den Bodentools gearbeitet. Bisschen mit Höhenunterschieden und so gearbeitet. Gerade hier am Rand und sowas. Richtig, richtig cool. Und natürlich auch ein Sicherheitszaun hier. Vielleicht hätte man den noch mit Elektro machen können. Ist jetzt aber kein Muss. Ich finde, bei einem Allosaurus reicht doch diese Betonmauer. Und der ist einfach mal Hallo. Sehr gut. Der Isa. Sogar der Classic-Skin, der Standard-Skin. Nee, gar nicht. Oh, sorry. Sieht irgendwie voll so aus. Das Küstengebietsmuster. Nevermind. Aber der Alu hat allgemein nicht so mega spannende Skins, leider. Allosaurus-Gehege heißt das Ganze. Und wir gehen weiter. Wir gehen mal hier in diesen Gang hier rein. Und dann bin ich sehr gespannt, wo der uns hinführt. Zu dem Hauptding, da gehen wir gleich noch. Oh, hier ist jetzt ein richtig krasser Zaun mit Elektro. Der wohl zu sagen hat. Kommen wir denn hier raus? Ist noch ein Tor? Gott, das ist ja verwinkelt. Ist ja wie so ein Labyrinth hier. Ah, jetzt sind wir sogar hier. Dann gehe ich doch da andersrum. Ja, schon wieder sehr, sehr schwierig, sich hier durchzufinden. Ich glaube, das ist eher sowas wie ein Mitarbeiterweg, kann das sein? Wobei hier auch diese Schilder und Mülltonnen sind. Aber für die Besucher bringt der Weg hier nicht viel. Da würden sie nur Zaun sehen. Okay, gehen wir mal zu diesem wunderschönen Ding. Ich gehe jetzt hier auch gar nicht nah reingezoomt rein. Wir schauen mal von hier außen. Man muss wirklich sagen, du hast es wirklich richtig cool nachgebaut. Sieht richtig nice aus. Auch wie viele Besucher hier rumlaufen. Sieht so cool aus. Hat schon was von Jurassic World, ne? Also definitiv. Ah, stimmt. Hier vorne ist auch, glaube ich, dieser Ausbruch drin nochmal im Original, ne? Deswegen hast du die wahrscheinlich gemacht. Ich glaube, die ist halt wirklich da nochmal. Dieser eine Knick. Ist natürlich mit dem Zaun ein bisschen schwer, aber das hast du eigentlich ziemlich elegant gelöst. Finde ich cool. Ich weiß jetzt nicht, ob hier unbedingt ein Elektrozaun Not getan hätte, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber du hast hier sehr sauber gearbeitet. Finde ich gut. Also die Wege sehr schön gemacht, die Zäune sehr schön da drumherum gemacht. Und natürlich der Wasserbereich ist auch wunderschön. Und sieht halt wirklich so aus wie bei Jurassic World. Also du hast dein Motto auf jeden Fall sehr gut erfüllt. Auch hier vorne die zwei Souvenirläden. Souvenir aus Jurassic World. Seebar. Gameshalle. Jurassic Kleider. Jurassic Kleider, ja. Was haben wir hier noch?
Gehen wir ganz kurz durch. McDonald's haben wir hier, darf ja nicht fehlen. Jurassic Bowling und Giga Restaurant. Ah, interessant. Hier ist auch direkt ein Gehege, ne? Das ist echt krass. Ich weiß gerade nicht, wie ich durch deinen Park gehen soll, weil das sehr viele Abzweigungen hat tatsächlich. Dein Park, nochmal McDonald's. 165 Millionen Jahre alte Fossilien. Da würde ich direkt eins kaufen. Tyranno Restaurant, Jurassic Kleider, Jurassic Spielzeug, Gamescom, kleine Version, alles klar. Gamescom schreibt man, glaube ich, ohne E am Ende, oder? Ich glaube schon. Tyranno Bar, Untertüter da, die Feuerwehr ist da wahrscheinlich, ne? Ja, ist schon da, okay. Sehr, sehr interessant. Also sieht echt cool hier aus. Können wir mal ganz kurz hier einmal durchfliegen. So ein bisschen so eine Cinematic-Aufnahme machen. Dafür einmal den Controller aktivieren. Dann können wir uns das Ganze mal angucken. Hat schon was, oder? Also ich finde, das sieht schon cool aus. Also man erkennt auf jeden Fall, dass es Jurassic World ist. Definitiv. Fehlt jetzt nur noch hier der T-Rex und die zerstörten Gebäude. Das wäre mega nice. Ja, richtig cool. Hast du toll gemacht. Freut mich. So, wo gehen wir denn jetzt am besten lang? Das ist jetzt die gute Frage. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rechts lang, obwohl wir gucken noch einmal, wie das hier heißt. Alles über Jurassic World 2.0. Ich finde es ja immer noch schade, dass man hier nicht reingehen kann, ne? In das Innovationszentrum. Aber du hast auch hier sehr schön außenrum gebaut. Hier sogar noch der Weg zum Tor. Das finde ich auch mega schade, dass man die Wege nicht direkt bis zum Rand hier machen kann, vom Tor. Beziehungsweise die sogar durchs Tor führen können. Das wäre echt cool. Das würde schon echt helfen, dann viele coole Sachen bauen zu können. So, wo gehen wir denn lang? Ich glaube, ich gehe erstmal hier diesen Weg lang. Keine Ahnung, wie ich hier laufen soll. Ich habe mich jetzt schon mega verlaufen, glaube ich. Was ist denn das da hinten? Das ist ein Prozerato, glaube ich, ne? Ja, Grü und Gustav. Wir gehen mal weiter. Vielleicht kriegen wir die gleich noch mehr zu Gesicht. Wäre cool. Okay, hier ist, glaube ich, der Industriebereich. Ja. Sehr, sehr schön. Schick gebaut. Schön viereckig. Ja, also hast du gut gemacht. Hier ist sogar nochmal ein Gehege für die Besucher, wie ich sehe. Hier ist ein Ausbrütgehege. Also du hast hier wirklich Platz hier gelassen. Boah, das ist sogar ein Helikopterlandeplatz. Wie cool ist das denn? Mega nice Idee. Jurassic World 2.0 Entwicklungslabor. Kontrollraum und ACU, Aussicht und Rangerbetrieb, Sturmabwehrstation. Also das ist halt wirklich hier alles schön benannt, mega nice. Wir gehen mal zu dem Heli-Landeplatz. Finde ich ja interesting, ne? Wie cool. Ja, richtig nice, dass du hier einen hingebaut hast. Ist dann für die VIP-Special-Gäste, die landen dann hier und kommen dann von hier in den Park, steigen hier auf den Jeep um und dann geht's ab. Oder wie? Sehr, sehr gut gemacht. Dann geht's hier einmal noch lang. Hier haben wir nochmal einen Souvenirladen. Oh, jetzt sieht man die Proceratos gerade ganz gut. Ja, auch mega klein, die fiesen Dinger. Ich glaube, denen will man auch nicht begegnen. Opo, Rü. Gehen wir einmal rein ins Gehege. Jetzt schläft er natürlich gerade. Gucken wir mal einen anderen an. Ja, im hohen Gras sieht man die auch sehr, sehr schlecht, weil die so klein sind. Ihr seht ja schon, ne? Auch cooler Dinosaurier, wie ich finde. Ich finde mega nice diesen Kamm da vorne. Der Nase. Wie viele sind denn das? Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habt ihr auch die Namen gesehen. Sehr gut. Und zu unserer Linken haben wir auch ein Gehege, wie es scheint. Ja. Oh, das sind Dryos, ne? Oh, mega nice. Dryos sind richtig schön. Coole Dinos. Dafür habe ich mich echt gefreut, als die dazu gekommen sind in das Spiel. Haben wir hier eine Galerie noch oder sowas? Nee, dann gehen wir da auch mal eben so rein ins Gehege. Man muss ja auch nicht immer eine Galerie machen. Man kann ja auch vom Zaun beobachten, ne? Finde ich jetzt gar nicht schlimm. Blave. Gapgrü. Orablu. Und Dryo. Okay. Das sind teilweise echt komische Namen. Aber die haben, glaube ich, eine Bedeutung. Scheint mir zumindest so. Aber guck mal, wie süß die sind. Also, wenn die nicht putzig sind, dann weiß ich auch nicht. Die könnte man sich auch als Haustier halten, oder? Niedliche Dinger. Sehr, sehr niedlich. So, hier vorne geht es dann nochmal zu einer Galerie, die haben wir ja gerade schon gesehen. Da haben wir Parasaurolophus und, haben wir noch? Mayasaura-Gehege. Richtig cool. Oh, wie schön. Direkt hier die Paras und die Mayas am Rumbrüllen.
Tolle Dinosaurier. Mag ich sehr gerne. Auch schön hier ganz viele Blumen, ganz viel Grün und so. Schönes Gewässer, Futterstation. Aber ist ja auch ein recht simples Gehege, ne? Aber trotzdem richtig cool. Schon sehr stimmungsvoll, so ein Gehege mit Maya, Saura und Paras. Man sieht nice aus, ne? Richtig cool. Schauen wir auch hier nochmal die Namen. Was haben wir denn hier? Sarah, Susanne, Paz, Dako, Samaya, Olaf, Susi, Maya und Mia. Sehr schöne Namen. Und dann geht's hier wieder zurück. Und das Gehege hatten wir schon gesehen, ne? Ja, das waren die Dryos, genau. Dann geht's hier nochmal in diesen wunderschönen Bereich. Also der ist echt toll gelungen hier, der Bereich. Vielleicht kommen wir auch gleich noch zum Mosasaurus-Gehege. Da freue ich mich dann schon drauf. Oh, hier, guck mal hier. Richtig high security-mäßig die Galerie nochmal so eingezäunt. Coole Idee. So, gehen wir mal rein. Ja, ich sehe, was hier drin ist. Das ist ein T-Rex. Könnte der Dandy heißen? Wir werden es gleich erfahren. Der ist leider auch gerade mega weit hinten. Ist ärgerlich. Du hast halt den Dinosauriern richtig große Gehege gegeben, so. Aber dadurch können sie sich halt auch sehr verstecken, ne, und zurückziehen. Du siehst jetzt, ist hier hinten in der Ecke. Und, ja. Nach meinem Geschmack hier so ein bisschen zu viel Grünzeug. Also es sieht schon sehr unnatürlich aus. Also ich glaube, jetzt ist es noch so ein bisschen, ja, mehr so random machen müssen. Das sieht halt so aus, als wenn hier wirklich jeder Millimeter vollgeklatscht ist. Und ja, ist ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Aber hier ist auch wieder schöne Hügel und so eingebaut. Sowas finde ich immer nice. Und er heißt Modönchen 55. Na gut, hast du dich selber verewigt. Kann man natürlich auch machen. Ist auch tatsächlich mein Skin, den ich immer als Favorite habe. Ja, der ist auch cool, der Skin. Alpinmuster. So ein kleiner Albino-Rexy, so halber. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal die Deutsche Bahn, heißt die Station. Und wir gehen mal hier hinten durch. Das sieht mir gut aus. Hier sind drei Türme. Wir gehen mal in den mittleren. Die haben ja ungefähr die gleiche Aussicht. Oh, das wollte ich nicht. Das große Pflanzenfresser. Okay, das heißt alles so. Große Pflanzenfresser-Gehege. Oh, hier ist sich vertippt. Ach, ist eigentlich egal, wird eh groß. Nee, wird nicht groß. Sieht man das denn? Okay, jetzt habe ich es richtig gemacht. So, was haben wir da? Oh, eine Jurassic Tour. Oh mein Gott, wir können gleich fahren, Leute. Ich freue mich. Und ich sehe schon mal Stegos, ich sehe Triceratops, ich sehe Apatos. Sehen wir noch? Ankylosaurus. Oh, die ganzen Klassiker. Cooles Gehege. Der Skin hier von dem Stego ist auch mega nice. Mit den grünen Zacken. Der Triceratops hat leider nicht so coole Skins. Alle sehr, sehr gleich und relativ langweilig. Aber doof sehen sie jetzt auch nicht aus. Oh, da freue ich mich gleich drauf, wenn wir die fahren. Wir gehen aber erstmal hier weiter. Was haben wir denn hier noch? McDonald's. Apatri. Was? Aprat. Nee, Apatrikeki Restaurant. Was? Ich habe noch nie gehört. Schreibt mal in die Kommentare, was das sein soll. Falls das überhaupt irgendwas ist oder eine Bedeutung hat. Spinosaurus-Gehege. Sehr nice. Da haben wir den. Ja, Spino hat natürlich nice Skins. War es eigentlich früher in Wirklichkeit so, dass die auch gerne mal zu zweit unterwegs waren? Oder waren das Einzelgänger? Ich kann mir das bei dem gar nicht so vorstellen, dass der wirklich zu zweit durch die Gegend gelaufen ist. Hm. Ist halt schon so mega der Alpha-Predator. Oder wie nennt man das nochmal? Apex, ne? Apex nennt man die Dinger, glaube ich. So richtig Spitzen-Predator-mäßig sind. So, wie haben wir die denn hier? Spino, no. Und der Dandy-Mann. Oh, ich bin hier verewigt. Wie cool. Nice, ich bin ein Spino. Der leider gerade sich erstmal im Wald versteckt. Vielen, vielen Dank fürs Verewigen. Da freue ich mich. Ja, ein bisschen mehr Wasser hättest du ihnen sogar noch geben können, meiner Meinung nach. Aber ist nicht weiter schlimm. Das hier sieht so ein bisschen sumpfmäßig aus. Hier, so hättest du das für die Spinos machen können. Das wäre nice gewesen. Schade, dass man hier nicht so Verbindungen zu machen könnte. Das wäre mal eine coole Idee, so ein Gehege zu machen, ne? Wenn man hier so die Wege in der Mitte durchführt durch das Gehege und dann hier so Verbindungen macht. Ich glaube, das könnte man echt mal machen. Das würde mega nice aussehen. Wenn der Weg sozusagen mitten durch das Gehege führt, könnte man bestimmt irgendwie anstellen. Aber sehr, sehr cooles Deko-Element so. Sieht so ein bisschen
sumpfmäßig aus. Das gefällt mir. Oh, hier geht die Jurassic Tour los. Wie cool ist das denn? Das ist ja mal ein cooler Eingangsbereich für eine Jurassic Tour. Jurassic World. Also richtig nicer Eingangsbereich. Coole Idee. Habe ich so noch nicht gesehen. Gefällt mir. Und hier vorne haben wir nochmal MC Barry neu. Ah, okay. Kein McDonald's. McBurry. Ist das der neue Burger? Ach, guck mal. Deswegen Barry. Das ist noch ein Baryonyx-Gehege. Zahnreicher King. 96 Zähne. So viele hatte der. Zeig mal. Mach mal Maul auf. Okay, das sieht wirklich sehr bedrohlich aus. Ich glaube, ich würde dem gut schmecken. Okay, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch ein Dino? Ja. Schnappi, Schnappi, Schnapp. Der Baryonyx ist ja so meiner Meinung nach mit der langweiligste Fleischfresser von der WWE. Mit dem Mayunga. Hier haben wir das Baryx Hotel. Okay. Sehr, sehr cool. Kann man sogar so ein bisschen in die Gehege gucken. Aber hier rechts. Nicht schlecht. Ist nur leider gerade kein Dino zu sehen. Doch da hinten, der T-Rex. Also die Aussicht ist gar nicht verkehrt. Cool. Aber jetzt geht's natürlich zu etwas, auf was ich mich sehr freue. Quasi mit am meisten immer. Nämlich die Jurassic Tour. Und die sieht mir auch aus, als wenn das eine ziemlich große ist und eine lange. Umso besser für uns natürlich, ne? Let's go, Freunde. Welcome to Jurassic World. Geht erstmal in so einem richtig schönen Dschungel los. Gefällt mir. Das heißt, man sieht nicht, was auf einen zukommt. Finde ich immer sehr nice. Schade, dass die Scheibe so mega milchig ist. Wenn die Sonne darauf scheint, sieht man kaum was. Ein bisschen klarer könnte die ruhig sein. Boah, hier geht's aber steil hoch. Uff. Schafft da gerade so der Truck. Oh, wie okay, das ist awesome. Das ist schön. Man kommt über den Hügel und dann direkt diese Pracht an Dinosauriern. Das ist nice gemacht. War vielleicht ein bisschen sehr steil, aber die Idee ist sehr cool. Und das Gehege haben wir ja gerade schon gesehen. Richtig cool. Oh Gott. Wir können Ärger. Ich will nur gucken. Der Stego gerät hier direkt in Panik. Ich wollte mal gucken, was die Trizis hier machen. Okay, die haben auch keinen Bock, dass ich den zuschaue, wie es aussieht. Bitte nicht wegrammen. Nein. Pfui. Aus. Nein. Au. Okay. Schade. Ich wollte sie eigentlich schön beim Trinken beobachten. Aber die geraten leider gerade alle in Panik. Ey, 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 ey. Ganz ruhig, Jungs. Das sind halt wirklich so die Klassiker, ne? Triceratops, Anki, Stego. Richtig cool. Aber sind alle am Brüllen und haben gar keinen Bock auf mich. Schade, schade. Fahren wir mal weiter. Einzige Klassiker, der mir hier gerade noch fehlt, ist der Brachio tatsächlich. Aber dafür haben wir da hinten die Apatos. Kommen wir hoffentlich auch noch vorbei. Lass uns mal durch, Kollege, ja. So, jetzt kommen wir sogar noch bei den Apatos vorbei. Nehmen wir nochmal eine wunderschöne Sicht von hier oben. Oh Gott, bremsen! Ich kann nicht bremsen! Boah, das war knapp. Wie bei anderen Sauropoden ist auch der Kopf des Apatosaurus im Vergleich zu seinem Körper winzig. Ja, die haben, glaube ich, voll das kleine Gehirn, ne? Die Sauropoden. Für die Körpergröße. Heißt das dann auch, dass die nicht klug waren? Das ist eine gute Frage, ne? Ich hab einen großen Schädel, bin ich jetzt klug? So. Ich glaube, das war schon, ne? Schade, ich dachte, es wäre länger. Oh, aber war trotzdem cool, die Fahrt. Ich finde den Eingangsbereich hier von der Tour hier richtig cool. Den hast du toll gemacht. So richtig nice Idee hier, dass du so einen extra Eingangsbereich gemacht hast. Auch allgemein richtig cooles Gehege. Und auch hier wieder richtig viel Platz für die Dinosaurieranzahl. Also die haben es hier mehr als gut in deinem Park, alle Dinosaurier. Apo, Staro, Keule, Apa, Api, Stego. Ich lese jetzt nicht alle vor, ne? Ich fliege da mal rüber. Ihr seht es ja. Warum wachsen die Hörner? Wow. Am Schwanz ist was los. Trike. Ich spieße gerne auf. Das war bestimmt der mich gerade weggerammt hat, der Prechdachs. So. Das ist der letzte Weg hier, den wir gehen müssen, glaube ich, ne? Dann haben wir es, glaube ich, schon geschafft. Gallimimus-Gehege. Auch hier hast du das eh vergessen. Hast du wohl zu schnell getippt?
So, Gallimimus, wo sind sie denn? Die hättest du gerade auch in das große Pflanzenfresser-Gehege ruhig packen können. Hab ich nichts dagegen gehabt. Nur der eine da hinten? Aber die verstecken sich einfach wieder, ne? Ja. Das Gehege ist halt wieder sehr groß. Und hier hast du auch ein bisschen sehr übertrieben mit Pflanzen. Wenn ich mal so in diese Richtung gucke, da sind schon sehr unnatürlich viele Büsche. Aber jetzt kommen sie sogar zu uns gerannt. Ist das nicht schön? Hi. Wolltest du dich präsentieren? Ja, Essen ist gerade weg. Doof gelaufen, ne? Er knabbert in der Luft. Kein Problem. Die anderen sind gerade da hinten am Trinken. Ja, schauen wir mal, wie die heißen. Miri, oh. Gall, Gulli, Mini, Nulgen, Marie und Drea. Sehr schöne Namen. Ja, wie gesagt, ein bisschen zu viele Büsche meiner Meinung nach. Aber ist ja sowieso immer alles Geschmackssache. So, Souvenir aus Jurassic World 2.0. Sehr cool. McDonald's. Und Jurassic Battle Show. Oh, cool. Coole Idee. Oha. Das ist hier so abgegrenzt. Kann man hier den Platz wechseln? Ach nee, kann man gar nicht. Es wäre cool, wenn ich weiter nach links gehen könnte. Könnte ich in beide Gehege gucken, sozusagen. Ach nein, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Du machst hier ein Dino rein, da ein Dino rein. Und dann machst du hier entweder das Tor auf oder den Zaun weg. Eigentlich eher das Tor auf, aber dann sieht man, glaube ich, nicht viel aus der Galerie, ne? Aber hier soll dann sowas wie ein Kampf stattfinden, ne? Sehe ich das richtig? Coole Idee. Aber ganz schön gemein und ganz schön makaber, sowas zu machen. Wenn ich so ein Jurassic World hätte, würde ich das auf keinen Fall machen. Oh, hier haben wir auch noch einige Gehege, die wir nicht gesehen haben. Oh mein Gott, das habe ich ja komplett übersehen. Okay, hier geht es auch noch weiter. Hier haben wir Indominus Rex Tor. Das ist sogar alles benannt, ne? Hybrid Indominus Rex Gehege, interessant. Oh, sogar zwei Stück. Eieiei. Bei dem würde ich auf jeden Fall einen Doppelzaun machen, wenn ich einen Park bauen würde. Aber das ist ja so mal mit der gefährlichste Dinosaurier, den du machen kannst. Hat denn die eine Tarnung an? Sieht man gerade nicht, ne? Ich würde jetzt gerne mal wissen, ob die dieses Tarn-Gen haben. Was, wenn ihr mal in den Wald lauft, meine Lieben? Wie heißt der denn? Minus und Klaue. Wäre cool, wenn der mal in den Wald laufen würde, damit ich sehe. Oh, der guckt gerade hier richtig, macht richtig Show. Ne, er legt sich schlafen. Aber der andere kommt jetzt her. Oh, schade, er dreht sich gerade weg. Na, ich glaube, er will gerade nicht für mich in den Wald laufen. Ich glaube, der geht jetzt was fressen oder so. Ja, der frisst jetzt. Ja gut, wollen wir die nicht weiter stören, die beiden. Wollen sie ja nicht verärgern. Velociraptor-Gehege, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. In Jurassic World. Definitiv nicht. Wo sind sie denn? Also ich finde es mega cool, dass du die Gehege alle so groß gestaltet hast, dass man die Dinos auf den ersten Blick gar nicht sieht. Das heißt, man muss wirklich sich ein bisschen umgucken. Finde ich sehr, sehr gut. Wo sind die? Hä? Oder sind hier gar keine drin? Doch, alle da rechts. Hinter den Bäumen. Schaut euch das an. Das Echo. Jetzt kommt er nach vorne gelaufen. Na, die Futterstation hast du natürlich trotzdem sehr gut platziert. Echo. Blue haben wir hier. Ich finde es echt schade, dass es kein Blue-Skin gibt. Der fehlt echt. Charlie. Und Delta. Dürfen wir natürlich nicht fehlen, ne? Bei Jurassic World. Also ist auf jeden Fall ein Muss. Auch hier ein sehr schönes Gehege. Weiter geht's. Was haben wir hier noch? Jurassic Kleider und Gully Restaurant. Und das Giga Hotel. Ah, okay. Das heißt, mit Blick auf ein Giganoto, der sich gerade hinterm Turm versteckt. Da kommt er. Das ist mit den Hotels, hast du auch sehr gut gemacht. Oh, ich will ganz schnell hier rein. Man sieht hier gerade richtig gut die Gigas. Drei Stück. Ich muss echt sagen, dass der Giga coole Skins hat, wenn man das so sieht. Schon echt krass. Kommen mir echt gerade mega nah. Ne? Vier Stück. Oh mein Gott. Das ist ja schon echt ein bisschen viel. Aber der hat echt coole Skins. Alle so in unterschiedlichen Farben. Und dann mit diesen roten Stacheln da. Das sieht schon nice aus. Er brüllt erstmal. Sind die glücklich? Du hast wahrscheinlich die Dinger aus, ne? Ja.
Sozialanforderungen sind aus. Ich glaube, zu viert würden die nicht mögen. Ich glaube, das sind auch maximal zu zweit, oder? Oder sind das Einzelgänger? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für einen Favorite-Skin, würde ich, glaube ich, entweder den oder den grünen nehmen. Der hier heißt Olodriel, der heißt Driel, der heißt Olo und der heißt Olodiel. Sehr schön. Da wird er sich freuen, wenn er das sieht, der Olo. Wie süß der schläft. Guck mal, der hat gar nicht die Augen richtig zu. Der ist immer noch auf der Hut so ein bisschen. Seht ihr das? Die Augen ist noch ganz leicht geöffnet. Oha, er hat uns gefunden. Er wird uns fressen. Sein Maul. Alles klar, ey. Ja, der Giga ist cool. Ich bin froh, dass sie den damals gepatcht haben. Der war ja viel, viel kleiner. Der war ja wirklich winzig, der Giga. Ist ja mittlerweile echt schön groß geworden. Das war auch wichtig, weil der sah echt doof aus, weil der so klein war. Nehmen wir nochmal einen Turm. Auch hier wieder meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Gras. Ich weiß, du hast es wahrscheinlich gut gemeint, aber sieht halt schon sehr unnatürlich aus, finde ich. Ist halt alles so mega gleichmäßig und dicht bewachsen. Gott, was hat er denn für Zuckungen da gerade gehabt? Ja, die Dinos rasten hier manchmal echt aus bei JWE. Aber ansonsten ist das Spiel mega, was die Animation und so angeht. Ich glaube, jetzt haben wir alle Gehege durch. Ich glaube ja, ne? Hier vorne waren wir. Hier ist das Battle-Gehege, große Pflanzenfresser. Baryonyx. Ja, wir haben alles durch, Leute. Ich muss echt sagen, der Park ist richtig cool geworden. Hat mir richtig Spaß gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Und es sieht auch hier wirklich richtig cool nach Jurassic World aus. Leute, schreibt auf jeden Fall unten mal in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht drin, wie das Ganze geht. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.